Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP hat ihren wirklich guten und wichtigen Entschließungsantrag gestellt. Die eher überschaubare Anzahl an Fällen von Wiederaufnahmeverfahren bzw. Haftentschädigungen in Niedersachsen waren es ganz konkret 2017 54 Personen. Darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter jeder dieser Zahl ein dramatisches Einzelschicksal steckt. Man muss sich das einmal vorstellen. Da ist jemand, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, war vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Es passiert in seiner Nähe ein Mord, er wird auf einmal Tatverdächtiger, kommt vielleicht sogar in Untersuchungshaft, sitzt mehrere Monate ein, bis der weitere Verfahrensgang zur Feststellung kommt, der Mann ist unschuldig. Er kommt wieder in Freiheit, oder die Frau, je nachdem. Die Person kommt wieder in Freiheit und man muss sich da mal vorstellen, was sie für eine Situation vorfindet, wenn sie monatelang inhaftiert war. Da ist ihr quasi der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und es kommt noch eins hinzu, das wurde eben auch schon mehrfach angesprochen, eine solche Person bekommt staatlicherseits zwar eine Unterstützungszahl bzw. eine Ausgleichszahlung, eine Haftentschädigung in sehr geringem Maße, aber was ich fast noch wichtiger finde, aus meiner beruflichen Praxis als Richter sprechend, diese Person bekommt vor allen Dingen keine Unterstützung. Auch das ist eben schon angesprochen worden. Es kann nicht wahr sein, sehr geehrte Damen und Herren, dass jemand, der zu Recht inhaftiert war, der jahrelang zu Recht inhaftiert war und dann sich der Freiheit nähert, umfangreiche Unterstützung bekommt. Das ist völlig richtig. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Das muss es weiterhin geben. Aber es kann nicht sein, dass derjenige, der unschuldig inhaftiert war, diese staatliche Unterstützung nicht erhält, völlig auf sich allein gestellt ist. Das ist ein Zustand, den müssen wir sofort ändern. Und deshalb ist auch dieser Entschließungsantrag nötig. Und es darf nicht sein, dass wir hier länger zuwarten, sehr verehrte Damen und Herren. Hinzu kommt, auch das wurde schon angesprochen, der Betrag. Eine Haftentschädigung pro Tag 25 Euro. Ich erinnere mich noch, als ich als Richter das erste Mal mit einem solchen Verfahren befasst war, also mit Haftentschädigung, ich traute meinen Augen nicht. 25 Euro für einen Tag in Haft. Man darf ja nicht vergessen, unschuldig in Haft. Da kommt ja noch die psychische Belastung dazu, das Gefühl, unrecht behandelt worden zu sein und dann ist man auch noch eingesperrt. Das ist der schwerwiegendste Eingriff in die Grundrechte eines jeden freien Bürgers. Das ist ein unerträglicher Zustand. Sicher kann man den ohnehin nicht mit Geld aufwiegen. Es stellt sich also ohnehin die Frage, sie wurde eben auch schon aufgeworfen, wie hoch soll denn der Betrag sein? Er lässt sich eigentlich nicht in Geld aufwiegen, aber es gibt eine Untergrenze, sehr verehrte Damen und Herren. Und diese Untergrenze muss da liegen, wo quasi sichergestellt ist, dass keiner der Gefangenen den Betrag mehr als hohn empfinden kann. Dieses Wort ist vorhin auch schon gefallen. 25 Euro pro Tag muss jeder Gefangene als hohn empfinden. Und die Studie, die auch schon angesprochen wurde von der Kriminologischen Zentralstelle aus 2017, die 37 Fälle untersucht hat, die hat auch festgestellt, dass die Betroffenen dieses verständlicher und richtigerweise als hohn empfunden haben. Das heißt, wir müssen wenigstens, auch wenn wir keinen konkreten Betrag im Endeffekt finden können, der wirklich dieses Problem des Aufwiegens einer unrechtmäßigen Inhaftierung aufwiegen kann oder aufgreifen kann. Aber wir müssen wenigstens eine Untergrenze festzurren, dass es eben nicht mehr als Hohn empfunden wird, quasi noch als Nachtreten des Staates, obgleich sich dieser geirrt hat. Und ich meine, der Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins, 100 Euro, um das einfach mal in den Raum zu werfen, ist sicherlich eine Zahl, die eher und realitätsnäher ist und eher richtig ist, als das, was bisher der Fall ist. Aber nochmal, darüber kann man vielleicht sogar in einem zweiten Fall sprechen, weshalb dieser Entschließungsantrag unabdingbar notwendig ist, meiner Meinung nach, ist eben, dass wir sofort handeln müssen, dass die Betroffenen endlich eine Hilfe staatlicherseits bekommen, die ihnen eine Existenz, die der Staat fälschlicherweise ihnen genommen hat, bei der Wiederherstellung dieser Existenz hilft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es liegen keine weiteren Worte.